Karl Denke wurde am 11. Februar 1860 in Oberkunzendorf in Niederschlesien geboren. Es liegt im heutigen Polen. Er wurde oft auch Vater Denke oder Papa Denke genannt. Am 21. Dezember 1924 waren Schreie aus Denkes Wohnung zu hören. Mit einer klaffenden Wunde am Kopf floh ein obdachloser Waldarbeiter aus der Wohnung. Dieser wurde zunächst wegen Landstreicherei verhaftet. Zuerst wollte ihm keiner glauben, dass Karl Denke ihn mit einer Spitzhacke angegriffen hatte. Denke galt in seiner Nachbarschaft als Wohltäter, der immer eine warme Mahlzeit für Wandergesellen und Obdachlose übrig hatte. Der Richter ließ sich allerdings davon überzeugen, Denke vorläufig festzunehmen. So wurde Denke in Gewahrsam genommen. Bevor es allerdings zu einer Vernehmung kommen konnte, erhängte sich Denke am 22. Dezember 1924 in seiner Zelle. Die Wohnung wurde durchsucht. Man fand 420 Zähne, 480 Knochen und Menschenfleisch, teilweise zum direkten Verzehr zubereitet, teilweise in Pökelsalz eingelegt. Auch gefunden wurden Hosenträger und Schnürsenkel aus Menschenhaut. Denke hatte mindestens 42 Menschen getötet, verarbeitet, gegessen und teilweise auf dem Wochenmarkt verkauft. 4 Tage vor Denkes Selbstmord war Fritz Hamann wegen ähnlicher Verbrechen verurteilt worden. Auch in dieser Zeit konnten die Taten von Karl Großmann aufgeklärt werden. Karl Denke ging als der Kannibale von Münsterberg in die Kriminalgeschichte ein.